Moin Moin und willkommen zurück bei Diktator C. Ja, es geschehen noch Wunder, ich bin wieder da. Und werde jetzt hier heute die Zeit nutzen, um mal einige Videos abzudrehen. Wir fangen an. Eigentlich waren die alle schon gedreht, bis auf das jetzt hier. Aber im Laufe der Zeit, wie ich halt mit meinen technischen Problemen am PC klarkommen musste, ist die SD-Karte verloren gegangen. Beziehungsweise ich finde sie nicht mehr. Also mach ich jetzt alles nochmal. Wir fangen an. Mega Booster von Hongnuo. Das Ding habt ihr schon mal bei mir gesehen. Allerdings in einer Barkede 2021 Version. Frisch vom ja, Bashertreffen Barkede Festival nenne ich es. Das Ding ist jetzt bei mir gelandet. Von dem guten Michael von Microspeed. Vielen Dank nochmal dafür, Michael. Ich soll euch das Ding nochmal über so einen Langzeittest im nächsten Jahr zeigen. Und das mache ich dann auch. Dazu wird aber nochmal im Bereich Basher, was diesen Kanal betrifft, wird nochmal ein extra Video kommen. Das sind die Räder, die dabei sind. Eingefleischte Basher werden sofort sagen, die kenne ich doch irgendwoher. Ja, das sind im Grunde Lois Cyclone, aber eine leichtere Variante davon. Beziehungsweise fühlen sie sich so an. Ich habe sie jetzt nicht gewogen, aber ich hatte schon mal Lois Cyclone für den Creighton damals. Und die waren doch deutlich schwerer. Die sind hier leichter. Ne? Davon sind vier Stück da. Da wird auch für geworben auf dem Karton. Hier, dass da eine geupdatete Version der Räder dabei sein soll. Gehen wir das mal eben ganz kurz durch, damit wir das weg haben. Da sind das Werkzeug bei, da sind Ersatzteile bei. Falls mal was bricht oder ihr was ändern wollt, extra Schrauben und Madenschrauben sind dabei. Also hier sind Ersatzteile Hinge-Pin-Halter in Kunststoff und ich glaube hier eine Ackermann-Platte ist auch noch extra dabei. Ja, gut, die Ackermann-Platte ist ein Kunststoff. Ich werde gleich im Auto mal gucken, ob das auch im Auto so ist, da bin ich mir nicht sicher. Die Fernsteuerung sieht so aus. Den Link zu dem Barkeley-Video, wenn ich es gleich im Schnitt nicht vergesse, haue ich hier oben mal in die Infobox. Das müsste da oder da irgendwo sein. Kann alles Nötige. Hatten wir in Barkeley auch schon eingestellt. Alles funktioniert sehr gut. Fühlt sich auch gut an beim Fahren, beim Bedienen. Also es ist keine sehr hochwertige Funke. Es ist aber auch keine 0815 Funke. Die kann schon alles das, was ihr können müsst. Was ihr braucht, eher gesagt. Dann ist hier nochmal Dekorbögen dabei. Finde ich cool, weil die Karosserie eigentlich fertig aussieht, könnt ihr immer noch Schriftzüge draufkleben, auf Flügel könnt ihr Sachen draufkleben, ihr könnt die Scheiben noch bekleben, was auch ganz cool aussehen könnte. Sieht im Ganzen dann so aus. Na? Das ist so das, was dabei ist. Jetzt packen wir das hier mal weg. Zumindest den Karton. Zeige ich euch das Auto einmal aus der Ansicht. Das ist er. Hoppala, gerade splintert es ab. Das ist er. So sieht er aus. Und wie ich finde, eine echt hübsche Karo, schöne Form, gut lackiert, sehr schön lackiert. Na? Und ja, das gucken wir uns jetzt einmal schön in einer Aufnahme an. Das ist er dann. Das ist der Hongnuo Mega Booster. Ja, relativ neu auf dem Markt das Ganze. 1 zu 8 Monster, Truggy, Muggy, Truggy, wie ihr es nennen wollt. Ich weiß gar nicht, wie Hongnuo es nennt. Steht da gar nicht drauf. Egal. Karo kommt weg. Dann sehen wir, das Ding ist RTR. Ja, alles, was ihr drin seht, auch diesen Aufkleber, das gehört alles mit dazu. Alles noch so gelassen aus Barkette. Er hat Stabis verbaut. Die Ackermann-Platte gucke ich mir jetzt an. Die ist hier aus Alu. Und deutlich größer. Anscheinend ist es doch da hier keine Ackermann-Platte, sondern irgendwas anderes. Ach hier, das ist die obere Befestigung für die so schnell, für die oberen Querlenker. Und dann können wir sogar sehen, wir können sogar Setup machen. Wir können sogar den oberen Querlenker noch verstellen, damit das Auto anders fährt.
Wir können ihn höher oder runter setzen. Das ist ja geil. Habe ich auch noch nicht gesehen beim Becher. Sehr schön. Wir haben eine 3-Punkt-Karosseriehalterung. Wir haben Big Bore Stoßdämpfer. Ja, die Ackermann-Platte, wie gesagt, kugelgelagert und aus Alu. Hier die Oberlenkplatte auch aus Alu. Wir haben ganz normale Antriebsknochen auf der Hinterachse und im Center. Wir haben Kreuzkardanwellen auf der Vorderachse. Wir haben Alu-Achsschenkel links und rechts auf der Vorderachse. Wir haben extrem breite Mitnehmer, viel Offset drauf, vorne und hinten. Alu-Dämpferbrücken 4 mm geschätzt. Ja, das sind 4 mm. Oh, ein Flügelhalter, der eigentlich einiges aushalten sollte, hat er ja auch. Bin das Ding ja schon in Barkhütte gefahren. Der hat gut gehalten. Der hat wesentlich besser performt als so manch anderes Auto, was ja, sag mal so, was bekannter ist. Er hat eigentlich 3 Akkustrapse. Einen habe ich gleich ausgebaut. Er hat Wann, damit nicht so viel Dreck reinkommt. Die Karo deckt sowieso ein bisschen was ab. Ist ganz gut aufgebaut. Wir haben 15 Kilo Servo, was ja beim Kunststoff-Servohorn wahrscheinlich nicht so lange halten wird. Wir fahren es trotzdem. Wir gucken mal, wie lange es hält, aber erwarten wir erstmal nicht so viel. Wir haben ein... Da muss ich mal gucken, wie man das dann einstellt. Es ist ein Motorhalter aus Alu. Als Schlittenfunktion... Nee, es ist eine Klammer und ein Ring. Alles klar, wir drehen den Motor und können so dann das Ritzelspiel einstellen. Wir lösen die beiden Schrauben, drehen den und da der nicht mittig sitzt, sondern leicht außen, bewegt er sich vom HZ weg oder ran. So, und da können wir dann so das Ritzelspiel einstellen. Hält genauso gut wie das, wie alles andere. Wir haben einen wasserdichten Regler. Also alles hier ist wasserdicht. Das Auto wird als wasserdicht beworben. WP-8BL 150, also 150 Ampere Regler, kann bis 6S. Motorregler sind mit Steckern hier trennbar. Das ist aber nicht so schön gelegt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Das werde ich nochmal anders legen, weil die Kabel hier laufen gerade Gefahr, an den Triebling-Mitnehmer zu kommen. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Hinge-Pin-Halter vorne, hinten, also Richtung Vorderachse aus Alu. Die hinteren Kunststoff. Das bin ich mir gerade nicht sicher, ob es nur gedeckelt ist oder voll Kunststoff. Ich kenne es von meinem GT, es ist ja dasselbe Chassis oder sagen wir mal sehr ähnlich. Da ist das nur gedeckelt und da drin ist dann eine Aluplatte. Nicht ganz so dick wie auf der Vorderachse, aber Alu. So, wir haben hier äußerlich an den Radträgern hinten, die aus Kunststoff sind. Wir haben sehr stabile Links oben, also die oberen Querlenker sind sehr stabil, sehen sehr stabil aus, sagen wir mal so. Auch die Lenkung hier, das sieht schon sehr gut aus. Wir haben hier mit C-Clips drin, da bin ich kein Freund von. Da habe ich lieber ganz gerne eine Schraube durch und dann am Ende eine Mutter. Das könnte man eventuell selber nochmal machen, ne? Falls man mal so einen C-Clip verliert, einfach wenn man natürlich so eine lange Schraube hat. Lange Schraube durch, hinten eine Mutter dran, fertig. Querlenker sehen sehr gut aus. Ja, ist zwar kein Vollmaterial wie bei einem anderen Hersteller, aber doch, ja. Hat auch einiges gehalten. Also ich habe das Auto ja nicht geschont. Ich wurde gebeten, das Auto zu testen in Barkhütte. Ich habe ihn dementsprechend einen Akku lang getestet. Und diesen einen Akku hat er auch halt auf die Fresse bekommen. Ne? Er hat hier einen Kratzer, ja gut, ist halt so. Wir sehen hier, das ist anscheinend eine universelle Chassisplatte, weil hier ist eine Halterung für Nitromotor. Hier auch die Öffnung dafür, das ist halt für den Wagen gibt es auch als Nitro, nur so mal so zur Info. Wir haben hier natürlich dann, weil ich kein Nitro-Fahrer bin, die Brushless-Variante. Ja, hier gehen noch Schrauben durch. Das ist wahrscheinlich eine Befestigung von oben, genau. Also das sehe ich zum ersten Mal, dass hier unten Muttern rausgucken oder sowas. Skidplate haben wir hinten, vorne nicht. Einen schönen massiven Bumper haben wir. Hier, der flext auch gut, der hält einiges ab. Ne? Der schützt auch die Dämpfer im ersten Moment, wenn das nicht allzu doll ist. Wenn es zu doll ist, drückt er wahrscheinlich sogar in die Dämpfer. Ach ja.
Ich bin wirklich gespannt, ich habe wirklich Bock. Einen kleinen Fehler hatten wir schon herausgefunden, was die Karosserie angeht. Und zwar hinten, die dritte Halterung, die Dreipunkthalterung hier hinten, der einzelne, da ist zu wenig Fleisch an der Karo. Da müsste man wahrscheinlich mal, ich weiß nicht, wenn man eine neue Karo dafür kauft, wenn die noch nicht ausgeschnitten ist, kann ja sein, dass man sie, ja, uncut quasi kaufen kann, dass man hier hinten mehr Fleisch lässt. Nur so ein kleines Stück. Dabei hier hinten ist sie schon rausgerissen. Ne? Wie gesagt, ich habe ja nicht geschont. Und hier sieht man, da ist sie geöffnet. Es hält trotzdem weiter. Wir haben es auch schon so gemacht, dass wir es jetzt da runtergeklemmt haben. Dann vorne wieder befestigt haben und dann einfach so gefahren sind. Das funktioniert auch, weil sie kommt nicht hoch. Ne? Aber ich werde es natürlich so machen. Ich werde auch mal versuchen, ich habe noch Schuh und Gewebeband da, dass ich das nochmal ein bisschen extra verstärke und dass wir dann gucken, dass wir das ordentlich fahren können. Ne? Ja, ich bin gespannt. Ich habe richtig Bock auf das Auto und ich hoffe ihr auch. Weil das Interesse war da. Das Interesse war groß an dem Auto. Gerade den Barke, der selbst. Der ist halt jetzt immer noch nicht richtig auf dem Markt. Man kann ihn bestellen, ja. Aber so richtig auf dem Markt ist er noch nicht. So, das war es im Grunde schon vom Mega Booster von Hongnoa. Also ein paar Dekorbögen, also ein paar Aufkleber muss er noch bekommen. Das werde ich noch machen. Und dann werden wir ihn genauso fahren, wie er ist. Da werden wir erstmal nichts dran ändern. Wie neues Servo oder etc. etc. Der Motor übrigens habe ich eben gerade hier in der Pause, weil mir das noch eingefallen ist, herausgefunden, weil es steht nicht auf dem Karton. Ich habe keine Anleitung. Ich weiß nicht, ob es da gerade keine gab, ob sie im Barcode verloren gegangen ist oder sie nicht mitgeschickt wurde. Ist auch wie auch immer, ist auch egal. Dafür haben wir Google. Das ist ein 2200 kV Brushless Motor. Keine Rippen, kein nix. Der wird natürlich wahrscheinlich ordentlich warm werden. Hier werde ich wahrscheinlich extra noch einen Motorkühler oder Lüfter einfach draufsetzen mit dem Alu-Ring. Ne? Ja, da könnt ihr mal drauf gespannt sein. Das Chassis, wie gesagt, ist mir nicht unbekannt, da ich es von meinem X3 GT kenne. Das hält einiges aus. Es sieht, also sagen wir mal so, er hält mehr als das, wonach er aussieht. Das ist schon mal klar. Ne? Ja. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich werde jetzt noch weiter drehen. Das heißt, für euch, ihr könnt schon mal sicher sein, da kommen noch ein paar mehr Videos in den nächsten Tagen, Wochen. Und wie war das noch? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo habt, lasst auch gerne ein Abo da für mich. Würde mich tierisch darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Detlefsy. Bis dann. Ciao.